Sport hat wirklich eine magische Wirkung auf die Menschen. Das ist so eine tolle Geschichte, die jeder mag, und deswegen kann der Verein auch sehr viele Menschen rund um sich sammeln. Und in dem Sinne ist es wichtig, dass die Informationen weitergehen, dass die Aktivitäten aufrechterhalten werden, und dadurch wird auch die Aufmerksamkeit an die Probleme, die in dieser Welt leider immer wieder passieren, also die Katastrophen, dass die Aufmerksamkeit darüber auch über die Vereine an die Mitglieder dieser Vereine vermittelt wird. Und Sport hat auch eine riesige Mobilisierungskraft, was gute Dinge angeht. Und ich bin mir ganz sicher, dass der Verein auch über diese Aktivitäten den Zusammenhalt hier zeigt, aber auch eine große Unterstützung für die Ukraine leisten kann. Mit Sprengung von Stau von Kachowka-Damm haben die Russen eine neue Dimension der Brutalität erreicht. Und deswegen ist es wichtig, dass die Unterstützung aufrechterhalten wird, und in dem Sinne natürlich auch dieses Transport sehr wichtig ist. Die westlichen Gebiete der Ukraine haben viele Binnenflüchtlinge aufgenommen, auch jetzt in dieser neuen Welle der Evakuierung. Und diese Unterstützung geht an die westlichen Regionen, für die Waisenhäuser, für die Einrichtungen, wo den Binnenflüchtlingen diese Unterstützung gewährleistet wird.